Ja, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zum Webinar Barrierefreie Office-Dokumente Teil 1, nämlich die Einführung zur digitalen Barrierefreiheit. Und wir werden diese Webinarreihe jetzt im wöchentlichen Rhythmus halten, viermal, immer donnerstags 14 Uhr den November hindurch. Es wird dann weitergehen nächstes Mal mit eine Einheit über Word und dann PowerPoint und dann Excel. Mein Name ist Gottfried Zimmermann. Ich leite das Kompetenzzentrum für digitale Barrierefreiheit an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Diese Webinarreihe basiert auf erweiterten Checklisten für Word, PowerPoint und Excel, die in dem Projekt Shuffle entwickelt wurden. Wir danken der Stiftung Innovation in der Hochschullehre für die finanzielle Unterstützung des Projekts und was dabei herausgekommen ist. Dieses Webinar wird aufgenommen, aber wenn Sie Fragen haben, können Sie diese gerne im Chat stellen. Wir werden sie dann nach dem Vortrag aufnehmen. Ich werde dann auch eine Fragerunde moderieren und der Chat wird nicht mit in der Aufnahme sichtbar sein. Wenn Sie sich registriert haben für dieses Webinar, dann werden Sie im Nachgang auch ein Teilnahmezertifikat bekommen. Das wird ausgestellt werden von unserem Sponsor, nämlich Accessible EU. Accessible EU ist ein Projekt der Europäischen Kommission und wird geleitet von der Fundación ONCE, also der spanischen Behindertenorganisation. Und das Projekt wird nachher noch auch vorgestellt werden von Gregor Strutz. Gregor Strutz, Yehya Mohammad und ich sind nationale Experten in dem Projekt Accessible EU auf deutscher Seite. Und Gregor Strutz wird auch gleich den Vortrag halten und die Einführung zu digitaler Barrierefreiheit. Man kann uns gerne kontaktieren. Wir sind für Sie da. Wenn Sie Fragen haben, insbesondere eben zum Projekt und zur Umsetzung der Gesetze, die ja von der EU ausgehen, zur Barrierefreiheit. Ja, und dann würde ich gleich einfach an dich übergeben, Gregor, und du wirst uns in das Thema einführen heute. Vielen Dank dafür. Genau. Dann also auch meinerseits herzlich willkommen. Vielen Dank, Gottfried, für die Einführung. Du hast dich kurz vorgestellt, dann sage ich auch noch zwei Worte zu mir. Ich bin eigentlich Experte für Design für alle, beschäftige mich also ganz stark mit der barrierefreien Gestaltung von Räumen, Institutionen, Kultureinrichtungen, Museen. Aber nichtsdestotrotz natürlich bin auch ich immer wieder mit dem Thema der digitalen Barrierefreiheit involviert oder beschäftigt. Und deshalb also heute meinerseits die Einführung, in der ich Ihnen letzten Endes einen Überblick geben möchte über das Thema Menschen mit Behinderung, Zahlen und Fakten. Und auch nochmal das Thema letzten Endes der gesetzlichen Rahmenbedingungen, die hinter dem gesamten großen Thema der digitalen Barrierefreiheit stehen. Genau. Gut, vielleicht kurzes Zeichen, wenn ich jetzt einmal weiterklicke. Die Präsentation, hat sie sich auch bei Ihnen verändert? Ja, gut, weil das ist ja bei Zoom immer die Herausforderung. Genau. Gut, bevor wir in das Thema der sozusagen der Rahmenbedingungen oder der Hintergründe zu Menschen mit Behinderungen einsteigen und eben auch der digitalen Barrierefreiheit, vielleicht meinerseits noch mal kurz eine Vorstellung zu dem Projekt Accessible EU. Das Projekt ist in diesem Jahr gestartet, im Juli. Und es ist letzten Endes eines der Leitinitiativen in der Umsetzung der Strategie für die Rechte von Menschen mit Behinderung in der aktuellen Laufzeit 2021 bis 2030. Worum geht es dabei? Es geht darum, letzten Endes EU-weit das Thema der Barrierefreiheit und der Inklusion deutlich zu stärken.
Und in diesem Zusammenhang vor allem dafür zu sorgen, dass letzten Endes Wissen in einem größeren Maße EU-weit geteilt wird und auch gesammelt wird, gute Beispiele zur Verfügung gestellt werden, damit wir alle voneinander lernen können. Und eben darüber hinaus auch das Thema eben der Aufklärung, der Weiterbildung zu stärken, um am Ende quasi eine größere Breite von Menschen zu gewinnen, die sich für dieses Thema einsetzen und eben in den verschiedenen Bereichen letzten Endes dafür eintreten, dass es mehr Barrierefreiheit gibt und damit mehr Inklusion für Menschen mit Behinderung. Dieses Projekt Accessible EU, wie gesagt, in diesem Jahr gestartet, ist sozusagen eins, was auf europäischer Ebene und auf nationaler Ebene agiert. Auf europäischer Ebene wird es also quasi getragen von verschiedenen Institutionen, die sich in einem Konsortium gefunden haben, unter der Leitung der Fundación ONCE, dem Spanischen Blinden- und Sehbehindertenverband, die also gemeinsam mit Partnern, in dem Fall also dem Europäischen Dachverband der Dienstleister für Menschen mit Behinderung, dem Europäischen Netzwerk für barrierefreien Tourismus und weiteren Partnern sozusagen das Ganze tragen. Es gibt dann nochmal natürlich weitere Institutionen, ganz wichtig, das Europäische Behindertenforum, der European Disability Forum natürlich und dergleichen. Die sind sozusagen die Institutionen, die das Ganze auf europäischer Ebene tragen. Es geht aber ganz, ganz stark auch darum, letzten Endes eben das Ganze auf nationale Ebene herunterzubrechen. Und dafür wurden eben vor allem nationale Experten berufen, die eben genau in solchen Veranstaltungen wie der unsrigen, der heutigen, letzten Endes auf Teilbereiche, auf Themen eingehen sollen und also Wissen miteinander teilen sollen. Für Deutschland, Gottfried hat es schon benannt, sind wir drei als größtes Land der Europäischen Union. In anderen Ländern gibt es dann also jeweils immer ein oder zwei nationale Experten. Es geht auch darum, dass wir als nationale Experten eben nicht nur Wissen teilen, sondern auch Wissen sammeln und es auch untereinander austauschen. Es gibt dann zweimal im Jahr große Austauschforen. Genau ein solches wird dann in der nächsten Woche in Madrid stattfinden, wo wir dann eben an bestimmten Themengebieten auch arbeiten. Es gibt dann darüber hinaus nochmal einen Beirat. Das muss ich jetzt nicht bis quasi in alle Gänze und alle, in alle Tiefe ausführen, aber von verschiedenen Institutionen, was weiß ich, in Deutschland, das Fraunhofer-Institut oder eben der Verband des Transportwesens, durchaus also auch quasi mein Dachverband, der Design für alle Europa, EIDD, die eben hier letzten Endes Accessible EU als Projekt unterstützen und also auch Wissen reintragen. Was sollen wir tun? Ich habe es schon mal einmal kurz benannt. Also es geht darum, Wissen zu sammeln, zu teilen und Menschen zu befähigen. Das Ganze in zweierlei Richtungen. Wir sollen also zum einen Institutionen der Europäischen Union befähigen, stärker im Bereich also der Gesetzesbildung eben das Thema der Barrierefreiheit mit einzubringen. Wir sollen genau dieses Europäische Zentrum für Barrierefreiheit, Accessible EU, ausstatten und bilden. Wir sollen eben, indem wir Wissen teilen, Kapazitäten für Barrierefreiheit in den europäischen Ländern aufbauen. Wir sollen, wie ich es benannt habe, wie heute, also Fachmenschen ausbilden und dann eben verschiedene Akteure verbinden, Reports schreiben und also auch Stellungnahmen und dergleichen. Das ist sozusagen einerseits diese formalisierte Form von Accessible EU. Es geht aber dann ganz stark darum, vor allem eben wirklich Veranstaltungen zu machen, Menschen zusammenzubringen und eben überall das Thema der Barrierefreiheit eben zu stärken und herauszustellen.
Ich muss auf die genauen Zahlen nicht eingehen. Sie sind sehr beeindruckend, weil es tatsächlich gerade jetzt in dieser Phase im November gibt es fast täglich irgendwo in Europa eine große Veranstaltung, die durchgeführt wird, um eben das Thema der Barrierefreiheit zu stärken. Für Sie interessant, zum einen Accessible EU auch als ein Netzwerk von Menschen, die sich einbringen können, die sich mit dem Zentrum Accessible EU verbinden können und dann von diesem Zentrum profitieren können. Es geht auch darum, dass wir als nationale Experten gemeinsam mit Accessible EU eine Online-Bibliothek von herausragenden Beispielen der Barrierefreiheit zusammentragen, die also jedes Jahr weiter gestärkt wird, weiter untersetzt wird und weiter gefüttert wird. Und eben genau diese Schulungen, diese Workshops und die diversen Veranstaltungen eben dann darüber hinaus entwickeln. Die Ziele habe ich benannt, indem wir also Trainings machen, indem wir Networking-Veranstaltungen machen, indem wir Bewusstseinsbildung machen. Inklusion sozusagen mit Leben befüllen und wirklich auf einer fachlichen Ebene mit Inhalten zu untersetzen. Aber wie ich Ihnen auch gesagt habe, auch Sie sind herzlich eingeladen, sich einzubringen und also tatsächlich in der gesamten Bandbreite Teil des ganzen Projektes Accessible EU zu sein. Und dafür ist wahrscheinlich das Wichtigste, dass ich Ihnen benenne, dass Sie also in verschiedenen Kanälen der sozialen Medien Informationen zu dem Projekt Accessible EU finden können, aber eben sich auch, wenn Sie das möchten, indem Sie diesen QR-Code scannen, der hier rechts eingeblendet ist, eben quasi registrieren, von Newsletter über weitere Veranstaltungen davon erfahren und eben dabei sein können. Es gibt natürlich auch eine Internetseite, die Sie finden, wenn Sie accessibleeucenter.eu eingeben, beziehungsweise natürlich, indem Sie über sämtliche Suchmaschinen einfach das Projekt Accessible EU suchen. Gut. So viel zunächst erst einmal zur Vorrede. Was ist Accessible EU? Was haben wir heute mit Ihnen vor? Zum einen, wie gesagt, wir würden gerne nochmal Begrifflichkeiten mit Ihnen gemeinsam definieren. Wir würden gerne auf das Thema Mythen, also Zahlen und Fakten und verschiedene Parameter eingehen, wo relativ häufig Barrierefreiheit falsch verstanden wird. Und am Ende und natürlich auch auf quasi auf Gesetzmäßigkeiten und gesetzliche Vorschriften eingehen und am Ende natürlich alles nochmal zusammenfassen und Ihnen dann für Rede und Antwort zur Verfügung stehen. Gut, vielleicht zunächst erstmal die Frage natürlich, was ist die Barrierefreiheit? Und die Barrierefreiheit ist also im Behindertengleichstellungsgesetz definiert. Leider aus meiner Sicht als jemand, der sich mit dem Thema Design beschäftigt, auf eine relativ schwammige Art und Weise, in dem eben gesagt wird, barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, Gebrauchsgegenstände, natürlich auch Systeme der Informationsverarbeitung, wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. Es geht also darum, letzten Endes in der Barrierefreiheit in der klassischen Form einen Nachteilsausgleich für einen Mensch mit einer Einschränkung oder einer Behinderung darzustellen, um dieser Person zu ermöglichen, am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Im Gegensatz dazu gibt es dann eben weitere Begrifflichkeiten, zum Beispiel in der UN-Behindertenrechtskonvention benannt, die sich dann eben gerne nennen Inclusive Design, Design for All, Universal Design, als ein Gegenkonzept, bei dem gesagt wird, ein Design soll für unterschiedliche Produkte und Umgebungen nutzbar sein für alle Menschen im größtmöglichen Umfang und im Prinzip ohne das Bedürfnis der Anpassung oder eines speziellen Designs.
In dem Zusammenhang sozusagen ganz wichtig, also auch im Unterschied zur klassischen Barrierefreiheit, dass natürlich im Universal Design oder im universellen Design die Barrierefreiheit die Basis des Ganzen darstellt, dann aber stärker den Fokus auf den eigentlichen Entwicklungsprozess legt und dabei letzten Endes versucht, eben nicht nur Menschen mit Behinderungen anzusprechen, sondern auch Menschen ohne Behinderung, sogenannte temporär nicht eingeschränkte Menschen, die also dann möglicherweise auch in einer Zwischenphase sind zwischen einer quasi ohne Behinderung lebenden oder mit einer Behinderung lebenden sozusagen eines persönlichen Lebensumstandes. Prinzipiell geht man davon aus, dass natürlich also aus der klassischen Designlehre ein universeller Designprozess am Anfang deutlich aufwendiger ist, am Ende aber zu Produkten und Dienstleistungen führt, die einfach quasi gesellschaftlich deutlich nachhaltiger sind und damit auch viel langlebiger genutzt werden können von einer viel größeren Anzahl von Menschen. In dem Zusammenhang auch nochmal, was ist eine Behinderung? Die Behinderung deshalb wichtig, weil sie sich eigentlich im Laufe des vergangenen Jahrzehnts oder der vergangenen 2 Jahrzehnte sehr stark geändert hat und wir letzten Endes nicht mehr den Fokus auf quasi den Mangel einer Funktion eines persönlichen Menschen legen, sondern in unserem heute existierenden modernen Verständnis davon ausgehen, dass die Behinderung ein Produkt ist, ein Produkt, das also das quasi aufgrund der körperlichen Beeinträchtigung eines Menschen, aber in Kombination mit seiner Tätigkeit, mit seinem sozialen Umfeld und auch mit seiner gestalteten Umgebung eben entsteht. Das heißt also, hier geht es nicht nur darum zu sagen, dass das persönliche Individuum letzten Endes einen vermeintlichen Mangel hat, sondern eben auch, dass eine nicht gestaltete Umgebung, eine mit Barrieren behaftete Umgebung letzten Endes dazu führt, dass eine Behinderung verstärkt wird oder eben eine Ausgrenzung darüber verstärkt stattfindet. Gut. Kommen wir zum Thema, letzten Endes, wie viele Menschen mit Behinderungen gibt es? Also auf diese grundsätzlichen Fragen. Und in dem Zusammenhang tatsächlich ganz interessant, dass also klassischerweise ein Mythos besteht, der also sagt, es gibt eigentlich fast gar keine Menschen mit Behinderung. Und es gibt vor allem, also wenn wir jetzt über einen Dienstleister zum Beispiel sprechen, es gibt eigentlich keine Käufer, es gibt kaum NutzerInnen für mein Produkt, die tatsächlich ein barrierefreies Design brauchen. Und in dem Zusammenhang vielleicht an Sie eine kleine Frage, die Sie für sich in Ihrem Kopf mal beantworten können. Was glauben Sie, wie viele Menschen mit Behinderungen gibt es? Sowohl weltweit, aber das Interessante ist eben auch genau das Gleiche für Deutschland. Ich würde Ihnen anbieten, A, 5% oder B, vielleicht 10% oder aber vielleicht C, was sagen Sie, 15%. Ich vermute, Sie haben sich ein Bild gemacht, eine Variante. Ich sehe im Chat einmal hier ein A, ich sehe ein B. Gut, B, 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 zwischendurch auch mal ein C. Aber ich kann es ja vielleicht gleich mal auflösen und Ihnen erzählen, dass tatsächlich 15% der Bevölkerung weltweit mit einer wie auch immer gearteten Behinderung leben. Und das Ganze eben ist tatsächlich mittlerweile mehr als 1 Milliarde Menschen, die eben also quasi auf der weltweiten im weltweiten Fokus Teil dieses Globus sind, aber mit einer körperlichen Einschränkung leben. Für Deutschland bezogen genau dieselbe Statistik. Wir haben 15% unserer Bevölkerung, die tatsächlich mit einer amtlich anerkannten Form der Beeinträchtigung leben. Nochmal anders umgesetzt, das sind 7% unserer gesamten Bevölkerung. Und das ist für mich eigentlich eine immer wieder sehr schockierende Zahl, weil tatsächlich natürlich im gesellschaftlichen Fokus das Thema eigentlich weiterhin sehr stark negiert wird und ja, eigentlich nicht stattfindet, auch in politischen Diskussionen.
Wenn man das Ganze mal jetzt untersetzt, dann haben wir in Deutschland 10,2 Millionen Menschen, die eine amtlich anerkannte Behinderung haben. Und wenn wir aber über tatsächlich Menschen mit amtlich anerkannten Beeinträchtigungen sprechen, dann landen wir sogar bei einer Statistik von 12,7 Millionen Menschen. Das Ganze ist dann sozusagen, dass in dem Fall noch die chronisch kranken Menschen mit dazugezählt werden. Und wenn Sie sich diesen Chart angucken, dann kann ich Ihnen also berichten, dass diese 12,7 Millionen Menschen sich jetzt unterteilen in 7,5 Millionen Menschen, die mit einer wirklich quasi mit einer schweren Form der Behinderung, mit einer Schwerbehinderung leben. Und im Gegensatz dazu dann also 2,7 Millionen Menschen, die mit einer leichteren Form der amtlich anerkannten Behinderung leben und 2,5 Millionen Menschen mit chronischen Krankheiten. Die Tragik ist aus meiner Sicht, dass eigentlich alle Menschen davon ausgehen, dass diese Statistik so genau gar nicht hinhauen kann, weil wir hier eine Diskrepanz haben in diesen Zahlen, weil es eigentlich unlogisch ist, dass also diese leichteren Formen der menschlichen Behinderung nur mit 2,7 Millionen Menschen quasi beziffert wird. Weil wir eigentlich wissen, dass ganz viele Menschen ihre Behinderung im Laufe des Lebens erwerben und insofern also durch verschiedene Stadien gehen, bei denen also ihre Körperfunktionen wahrscheinlich in einem immer stärkeren Maße abnehmen. Es gibt dann unterschiedliche Untersuchungen dazu. Man vermutet, dass viele Leute die Stigmatisierung scheuen, Angst davor haben, ausgegrenzt zu werden und eben genau deshalb sich gar nicht quasi offiziell registrieren lassen und damit in dieser Statistik eben gar nicht auftauchen. Nichtsdestotrotz, diese Statistiken sind stark steigend, also auch unsere Fallzahlen. Leider Gottes haben wir nur sehr altes Zahlenmaterial dazu, aber ich kann Ihnen berichten, dass also in der Phase von 2005 bis 2013 der Anteil von Menschen mit Behinderungen um 12% zugenommen hat. Wenn ich jetzt dann quasi Ihnen nochmal berichte, in welchen Teilbereichen sozusagen Formen der menschlichen Behinderungen zunehmen, dann ist auch hier eigentlich wieder erschreckend, dass also bestimmte Teilbereiche, wie zum Beispiel der Teilbereich der psychischen Behinderungen plus 57%, auch hier wieder im gesellschaftlichen Diskurs extrem stark ausgeblendet werden. Wir gehen auch davon aus, dass in anderen Teilbereichen Fallzahlen deutlich zunehmen. Man vermutet, dass zum Beispiel das Thema der Blindheit und Sehbehinderung uns in Zukunft viel stärker betreffen wird, weil eben viele Formen von Diabetes dazu führen können, dass Menschen ihre Sehfähigkeit verlieren. Und wir wissen, dass also die Fallzahl von Diabetes in den letzten Jahren extrem stark angestiegen ist. Und natürlich auch das Thema psychische Behinderung, wenn wir uns alle nochmal vergegenwärtigen, was mit uns in den letzten 3 Jahren passiert ist im Zusammenhang mit Corona, dann wissen wir auch hier, dass auch diese Fallzahlen aller Wahrscheinlichkeit nach extrem stark zunehmen werden. Ich möchte nur kurz eingreifen hier. Ich sehe Fragen im Chat. Ich glaube, die sind jetzt aber beantwortet worden durch Herrn Strutz. Wenn nicht, dann stellen Sie es bitte nochmal. Ich schaue auf den Chat und werde bei Verständnisfragen direkt einhaken. Ansonsten gerne können Sie die Fragen jetzt schon in den Chat reinstellen und wir behandeln sie hinterher. Genau. Wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, diese Fallzahlen, beziehungsweise dass wir sagen, 15% der deutschen Bevölkerung haben eine amtlich anerkannte Form der Behinderung, dann ist eigentlich eben erschreckend, dass diese Fallzahlen extrem unterschiedlich verteilt sind, dass wir einfach quasi in den jüngeren Bevölkerungsschichten deutlich weniger Anteile von Menschen mit Behinderungen haben und gerade in dem Altersbereich 65 plus davon ausgehen müssen, dass wirklich über die Hälfte der deutschen Bevölkerung eine amtlich anerkannte Behinderung haben.
Und in dem Zusammenhang dann auch nochmal wichtig, auch das ist sozusagen immer etwas, was so ein bisschen missverstanden wird, dieses Bild, wenn ich also auf der Straße frage, welchen Menschen stellst du dir vor, der also eine Behinderung hat, dann wird ganz häufig das Bild einfach der Person, die von Geburt an eine Behinderung hat, quasi benannt. Aber tatsächlich in unserer Gesellschaft sind nur 3% unserer Menschen mit Behinderungen tatsächlich mit ihrer Einschränkung geboren. Und das heißt im Umkehrschluss, dass 97% aller Menschen mit Behinderungen in Deutschland ihre Einschränkungen im Laufe ihres Lebens erworben haben. Das ist für mich dann immer ein ganz wichtiger Punkt, um bei meinen Studierenden, die also angehende Designer sind, zu sagen, denkt daran, eigentlich jetzt schon mit Barrierefreiheit anzufangen, weil es eigentlich ihr euch eure eigene Zukunft erschafft, in der ihr einmal profitieren werdet von Lösungen, von barrierefreien Lösungen. Weil, wie auch immer geartet, wir alle wahrscheinlich eine Form einer menschlichen Einschränkung einfach im Laufe unseres Lebens erleben werden. Gut. Zweiter Mythos, barrierefreies Design ist freiwillig und eigentlich gibt es gar keine klaren Richtlinien darüber. Natürlich auch das Quatsch, weil es sehr wohl sehr, sehr viele und sehr, sehr präzise Richtlinien gibt. Das sind also zum einen Standards wie der WCAG-Standard oder die europäische Norm, auf die ich gleich eingehen werde. Wir haben aber eben auch quasi auf internationaler Ebene die UN-Behindertenrechtskonvention, zu der ich Ihnen was erzählen werde. Wir haben auf europäischer Ebene EU-Richtlinien und eben den European Accessibilities Act und natürlich dann auch wieder quasi Gesetzgebungen in Deutschland, die also sowohl die UN-Behindertenrechtskonvention als auch die europäischen Richtlinien in deutsches Recht übertragen und eben sehr genaue Vorgaben machen. Und das vor allem im Bereich der digitalen Barrierefreiheit sind also die Regelungen sehr, sehr stark und sehr, sehr eindeutig. Wenn wir jetzt mal reinspringen, zum einen erstmal in diese Standards, die ich Ihnen benannt habe, dann wäre da zum einen eben zu benennen dieser die Web Content Accessibility Guidelines, die also vom World Wide Web Consortium kontinuierlich entwickelt werden seit den 1990er Jahren. Ganz wichtig dabei, dass es also letzten Endes Standards sind, die sehr stark mit also vier verschiedenen Prinzipien arbeiten. Und zwar das Prinzip der Wahrnehmbarkeit einer Seite, das Prinzip der Bedienbarkeit einer Seite, der Verständlichkeit einer Seite und der Robustheit einer Internetseite. Und das dann sozusagen übersetzt in 13 verschiedene Richtlinien. Und diese 13 verschiedenen Richtlinien dann wiederum überträgt in Erfolgskriterien. Für diese WCAG-Richtlinien finden Sie ganz viele Informationen tatsächlich im Internet, wo Sie sich ganz fantastisch zubelesen können. Vielleicht ganz interessant für Sie, dass also in diesen Prinzipien der Wahrnehmbarkeit, der Bedienbarkeit, der Verständlichkeit und der Robustheit man also sagen kann, die Wahrnehmbarkeit, dass natürlich eine Internetseite so programmiert sein soll, dass sie eben auch über eine Sprachausgabe gelesen werden kann, dass sie über eine Tastatur bedient werden kann, dass eben bei zum Beispiel Filmen und dergleichen Untertitel mit dabei sein sollen und so. Also diverse Kriterien, die sozusagen eine barrierefreie Internetseite ausmachen. Und diese dann noch einmal in drei verschiedene quasi Stufen, Konformitätsstufen packt, die sozusagen verschiedenen Levels der Barrierefreiheit entsprechen, von also sozusagen bedingt barrierefrei über akzeptabel barrierefrei bis zu sehr explizit barrierefrei. Das sind dann die Konformitätsstufen A, AA und AAA. Genau. Diese WCAG-Richtlinien, die, ich sehe hier im Chat natürlich, na klar, jetzt ganz neu WCAG 2.2. Also insofern auch hier natürlich eine Entwicklung, die stattfindet. Genau.
Das Ganze sozusagen, diese WCAG-Richtlinien sind dann parallel dazu für Deutschland noch einmal, Quatsch, für Europa, dann noch einmal in eine europäische Norm übertragen worden. Diese europäische Norm ist also entstanden im Auftrag der Europäischen Kommission von drei verschiedenen Institutionen der Normierung für die EU. Und hier geht es ganz stark darum, diese WCAG-Richtlinien letzten Endes so, sagen wir mal, aufzubereiten oder eben Standards zu entwickeln, die vor allem im Bereich des Einkaufs, des Beschaffungswesens europaweit dafür sorgen, dass einfach, sagen wir mal, Produkte und Dienstleistungen im größtmöglichen Maße digital barrierefrei sind. Für uns interessant, dass eben die europäische Norm 301/549 genau diejenige ist, die im Kapitel 10 eben auch auf die Nicht-Web-Dokumente eingeht. Also genau das, worüber wir uns in den nächsten 3 Wochen eben mit Ihnen unterhalten wollen. So, das sind einerseits die Standards. Wir haben dann parallel dazu eben tatsächlich das Thema der Gesetzgebung. Dabei ist ganz, ganz wichtig, wenn jeden Menschen, jeden, den Sie fragen, der mit einer Behinderung lebt, oder nicht jeden, aber wirklich also ganz, ganz stark und wichtig dabei die UN-Behindertenrechtskonvention, die also in den 2000er Jahren entstanden ist, von Deutschland im Jahr 2009 vollumfänglich ratifiziert worden ist. Es geht also hierbei darum, ein internationales Abkommen zu haben, was die Rechte von Menschen mit Behinderungen also erstmalig auf dieser internationalen Ebene definiert und eben tatsächlich dann auch in nationale Aktionspläne übersetzt, also die dann von den nationalen Staaten gemacht werden, um eben in einem viel stärkeren Maße eben Barrierefreiheit und Inklusion auf nationaler Ebene in das Leben von Menschen mit Behinderungen zu übertragen. Es gibt ganz verschiedene Artikel, die sich damit beschäftigen. Da gibt es dann eben auch, was weiß ich, dass man natürlich das Menschenrecht hat, auf sozusagen auf Informationen, dass man am gesellschaftlichen Leben teilhaben darf. Für Deutschland vor nicht allzu langer Zeit die große Diskussion, dass eben auch Menschen mit Lernschwierigkeiten und geistigen Beeinträchtigungen ja an Wahlen teilnehmen dürfen. Also tatsächlich in einem ganz breiten Maße eine sozusagen eine Stärkung der Rechte von Menschen mit Behinderungen im alltäglichen Leben. In dem Zusammenhang nochmal wichtig, dass eben genau dieser Paradigmenwechsel, den ich ursprünglich Ihnen auch schon mal benannt hatte, bei dem Thema der Behinderung, also hier auch nochmal ganz, ganz stark definiert wird, zu sagen, Menschen mit Behinderungen sind keine Objekte, sondern Menschen sind quasi, Menschen mit Behinderungen sind Subjekte, die Rechte haben und Entscheidungsfreiheiten und die als aktive Mitglieder der Gesellschaft am gesellschaftlichen Leben teilhaben dürfen. Also genau das Konzept der Inklusion einführt, das eben dann tatsächlich für alle gilt. Im Zusammenhang mit der UN-Behindertenrechtskonvention wurde auch quasi auf einer internationalen Ebene genau diese Begrifflichkeit, die ich Ihnen eingangs benannte, das Universal Design als Forderung für ein Design für alle eben mit benannt und genau festgeschrieben. Für uns also jetzt hier im Bereich der digitalen Barrierefreiheit, der Artikel 9, dass eben die Zugänglichkeit, dass Information und Kommunikation einschließlich der Informations- und Kommunikationstechnologien eben nutzbar sein sollen für Menschen mit Behinderungen und eben in dem Zusammenhang auch elektronische Dienste bis hin zu Notdiensten eben barrierefrei sein müssen und nutzbar sein müssen. Das ist sozusagen die internationale Ebene, die tatsächlich also auch das Menschenrecht für Menschen mit Behinderungen definiert, die dann eben übersetzt werden in europäisches Recht. In dem Zusammenhang vielleicht auch interessant, dass eben neben Deutschland auch die EU die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert hat und ja genau unterschrieben hat. Für die EU ist wichtig dieser European Accessibilities Act, der also
bestimmte Produkte und Dienstleistungen erstmalig ab dem Jahr 2025 eben verpflichtend barrierefrei macht, wenn sie auf dem Markt, auf dem europäischen Markt zugelassen werden wollen. Das ist vielleicht auch ganz interessant, weil es eben hier nicht mehr nur noch um Webseiten geht, sondern ich komme da auch später nochmal drauf zu, sondern wir wirklich jetzt auf einmal auch wirklich neben der Software die Hardware haben, Computer, Smartphones, ganze Prozesse und Dienstleistungen, die also elektronische Dienstleistungen, die also Banken, Geldautomaten und dergleichen, elektronische Terminals, wenn es um Bankautomaten geht, Fahrkartenautomaten, dass also hier in der ganzen Bandbreite tatsächlich Barrierefreiheit vorgeschrieben wird und verpflichtend für alle umgesetzt wird. Dieser European Accessibilities Act beruht auf der Richtlinie, oder das ist die Richtlinie 2019/882 des Europäischen Parlaments und ist eben ab dem 28. Juni 2025 verpflichtend. Sicherlich gibt es dort dann auch wieder Übergangsfristen, also alte Selbstbedienungsterminals, die natürlich in der, im öffentlichen Stadtraum verbaut sind und dergleichen. Dafür gibt es dann eben Übergangsfristen. Es wird also nicht alles sofort und ad hoc barrierefrei sein müssen bei der Hardware, aber tatsächlich die Verpflichtung, Barrierefreiheit in größerem Maße einzuführen, ist ganz interessant. Der Geltungsbereich, ich hatte es gerade eben schon mal benannt, also neben der Tatsache, dass eben Produkte tatsächlich barrierefrei werden müssen, Computer, Tablets, Smartphones, Selbstbedienungsterminals, eben auch Geräte wie Telefone, Telekommunikation, audiovisuelle Mediendienste, Fernseher, E-Book-Reader und dergleichen. Und parallel dazu, also neben diesen Produkten, dann auch nochmal die Dienstleistungen, Kommunikationsdienste, audiovisuelle Mediendienste, Webseiten, Apps, auch Ticketfunktionen und sowas. Sicherlich gibt es dann da auch immer wieder kleine Ausnahmen und dergleichen, aber im Großen und Ganzen wird also die gesamte Form der digitalen Barrierefreiheit deutlich gestärkt und deutlich verpflichtender ausgeführt, bis hin eben zu Online-Shops, bei denen ich mir Dinge im Internet kaufen kann. Und das Ganze hier interessant, dass es hier nicht nur sich um die öffentliche Hand handelt, sondern eben auch die Privatwirtschaft verpflichtet wird. Nationale Ebene in Deutschland, da ist dann für uns interessant das Thema der BitV 2.0, der barrierefreien Informationstechnikverordnung, die im, sozusagen mit der letzten Revision im Mai 2019. Die technische Basis ist diese europäische Norm, die ich vorhin benannt habe, und auch die WCAG-Richtlinien, die jetzt aber dann nochmal deutlich geschärft werden für Deutschland und eben tatsächlich in bestimmten Teilbereichen diesen Triple-A-Status als diese ganz hohe Form der Barrierefreiheit fordern und das Ganze eben dann nochmal untersetzen, zum Beispiel in Deutschland mit der Verpflichtung, dass eben Videos in deutscher Gebärdensprache für Seiten des Bundes und der nachgeordneten Einrichtungen oder eben Erläuterungen in leichter Sprache, dass diese Dinge vorhanden sein müssen. Jede Seite muss eine Erklärung zur Barrierefreiheit haben und es muss letzten Endes eine Möglichkeit geben, dass ich mich, wenn ich eine Barriere eben finde, dass ich mich an eine Stelle wenden kann und tatsächlich dafür gesorgt wird, dass also auch Barrieren abgebaut werden. Darüber hinaus gibt es dann eben Überwachungsverfahren und Überwachungsstellen und auch, dass eben im Zusammenhang damit an die Europäische Kommission eben eine Berichterstattung stattfinden muss. Neben dieser BitV 2.0 gibt es dann jetzt nochmal seit dem Jahr 2021 das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Und das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz ist das, was also den European Accessibilities Act in deutsches Recht übersetzt und eben zu einem deutschen Recht macht.
in dem Zusammenhang sozusagen ganz wichtig, dass es bestimmte Dinge sozusagen, nee, Entschuldigung, ich habe mich verhaspelt. Genau, also wir übersetzen in deutsches Recht und wir übertragen das Ganze eben jetzt dann auf für Deutschland eine verbindliche Art und Weise eben in bestimmte Teilbereiche. Wir sagen eben, dass zum einen also Produkte für die Verbraucher, wie eben schon benannt, sämtliche Formen der Hardware, Desktop-Computer, Notebooks, Tablets, Smartphones oder eben Selbstbedienungsterminals barrierefrei sein müssen. Geräte zur Telekommunikation, Fernseher und dergleichen und eben auch sämtliche Formen von E-Books, also tatsächlich für jedermann nutzbar sein müssen. In dem Bereich der Dienstleistungen und der Verbraucher ist es so, dass wir also zum einen, dass also Telekommunikationsdienste wie Telefon, Audiokonferenzen, aber auch Videokonferenzen barrierefrei sein müssen. Bei den Personenbeförderungsdiensten sind es also bestimmte Sachen, Webseiten, mobile Apps, elektronische Tickets, Auskunftssysteme und dergleichen, wobei die dann teilweise auch nochmal mit Ausnahmen versehen sind. Bei Bankdienstleistungen, E-Books und auch dem elektronischen Geschäftsverkehr ist es so nicht der Fall. Also da muss tatsächlich eine Barrierefreiheit komplett stattfinden. Und natürlich, nichtsdestotrotz, es gibt Ausnahmen, ja, aber auch die sind eigentlich relativ klein, weil die sich dann hauptsächlich darauf beziehen, dass natürlich also Aufnahmen, wie wir sie heute machen, dann nicht rückwirkend zu 100% barrierefrei zur Verfügung gestellt werden müssen, sondern es dann für solche Medien eben sozusagen der Stichtag der 28. Juni 2025 ist. Das also, genau, und ansonsten eben bestimmte Dinge, dass natürlich die Haftung für Dritte so in dem Maße nicht gegeben ist, dass bestimmt bei bestimmten Archiven nicht alle Inhalte zu 100% barrierefrei sein müssen oder eben, dass also wirklich Kleinstunternehmen also die Dienstleistung von Kleinstunternehmen dann nicht vollständig barrierefrei sein müssen, wenn eben zum Beispiel eine Institution weniger als 10 Mitarbeiter hat oder weniger als 2 Millionen Euro Umsatz macht. Dort sind dann natürlich also nochmal Einschränkungen vorgesehen. Genau. Vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal als so einen dritten Mythos, dass einfach barrierefreies Design doch quasi meinen normalen NutzerInnen eigentlich nichts bringt. Und auch dort würde ich Sie gerne fragen, wann sind Sie das letzte Mal mit einem Bus gefahren? Und vielleicht erinnern Sie sich an Ihre Kindheit. Busse hatten, also zumindest in meiner Kindheit, noch in den 80er und frühen 90er Jahren ganz selbstverständlich einen sehr, sehr hohen Fußboden, der heutzutage komplett undenkbar wäre. Also insofern, also auch hier tatsächlich quasi etwas, also mir ein Produkt angeboten wird, was eigentlich für mich gar nicht gemacht wurde, sondern für Menschen im Rollstuhl, von dem ich aber dennoch ganz, ganz stark profitiere, weil ich eben nicht mehr die Stufen hochklettern muss und mein ganzes Gepäck dort reinwuchten muss. Also insofern natürlich Barrierefreiheit immer als etwas, die abgeschrägte Bordsteinkante, die für einen Rollstuhlfahrer gemacht ist, aber mir als Radfahrer, als Mensch, der ich im Kinderwagen unterwegs bin oder dergleichen, sozusagen genauso einen erleichterten Zugang ermöglicht. Hörbücher natürlich nicht nur für Blinde und Menschen mit mit Lesebehinderungen, sondern natürlich für Leute, die joggen gehen, die gestresst sind, die vielleicht auch abends zum Einschlafen sowas hören und dergleichen. Also auch hier wieder für deutlich größere Nutzergruppen. Und das Ganze natürlich Untertitel, viele, die dann bei fremdländischen oder fremdsprachigen Filmen gerne mal einen Untertitel aktivieren, um einfach die fremde Sprache deutlich besser verstehen zu können. Aber das kann man sozusagen einerseits auf so einer quasi ganz warmen, emotionalen Ebene das Ganze benennen, aber es gibt dazu auch tatsächlich richtige Studien. Da gab es also zum Beispiel Anfang der 2000er Jahre von Microsoft eine Studie oder von Forrester eine Studie, die also quasi die Microsoft-Produkte untersucht hat und dabei sozusagen die Frage gestellt hat, wie viele Menschen tatsächlich diese barrierefreie Features, Barrierefreiheitsfeatures, die in den Produ- äh, Produ- äh, Pro-
in Programmen, Entschuldigung, drinstecken, wie viel die genutzt werden. Und also tatsächlich die Überraschung, dass also tatsächlich über die Hälfte der Bevölkerung hier von Funktionen profitiert und sie hin und wieder auch mal aktiviert oder aktivieren würde, die eigentlich quasi in der ersten Runde überhaupt gar nicht Teil der vermeintlichen Zielgruppe gewesen sind. Genau. Also insofern, das traditionelle Konzept von Behinderung hat quasi die Technikschaffenden wahrscheinlich relativ stark eingeschränkt, weil es am Ende tatsächlich so ist, dass deutlich größere Teile der Bevölkerung davon profitieren. Und in dem Zusammenhang ganz, ganz stark auch nochmal etwas, was ich so vorhin noch gar nicht benannt habe, dass wir natürlich gerade in Deutschland wissen, dass unsere Gesellschaft sehr, sehr stark altern wird in wirklich jetzt den nächsten wenigen Jahren oder dem nächsten Jahrzehnt und sich damit auch der Durchschnitt und die Durchschnittsfähigkeiten in unserer Gesellschaft extrem stark wandeln werden und insofern natürlich jede Form der Barrierefreiheit auch diesen Menschen ganz, ganz stark zugutekommt. Gut. Dann vielleicht zusammenfassend nochmal für Sie quasi der Appell zu sagen, von Barrierefreiheit profitieren wirklich alle. Es geht darum, Verständlichkeit und Übersichtlichkeit zu stärken, das Thema der alternden Gesellschaft stärker darauf einzugehen, Menschen quasi weniger stark in behindernde Situationen zu bringen oder eben sozusagen einen größeren Teil der Gesellschaft zu erreichen. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist wirklich als ein Menschenrecht definiert und bildet die Grundlage für all das. Wir wissen, dass wir im Bereich der Barrierefreiheit im Web tatsächlich am weitesten fortgeschritten sind, natürlich aber dennoch auch eine Barrierefreiheit in dem größtmöglichen Teil unseres Lebens brauchen, viel, viel stärker brauchen werden und genau das ja auch vom Gesetzgeber gefordert wird. Und auch hier tatsächlich die Nachschärfung ganz stark stattfinden und also immer stärker darauf eingegangen wird. So. Genau, also insofern, was sind sozusagen die wichtigsten Dinge, wenn es jetzt also darum geht, wie geht also zum Beispiel ein Mensch mit Behinderung mit dem Computer um? Dann ist es eigentlich so, dass es relativ stark die Dinge sind, von denen alle anderen auch profitieren würden, dass es ganz stark darum geht, eine intuitive und eine einfache Form der Bedienbarkeit anzubieten, Text statt Bild, Schriftvergrößerung, Untertitel und dann vor allem, dass wir eben Daten aufbereiten, dass sie eben durch Vorleseprogramme vorgelesen werden können, dass also sie mit der Tastatur angesteuert werden können und dergleichen. Nichtsdestotrotz, natürlich, Menschen mit Behinderung im Großen und Ganzen nutzen Dinge so wie wir, wobei das Wir natürlich trotzdem auch falsch ist, weil wer ist denn eigentlich wir? Aber sozusagen, wenn es tatsächlich Dinge gibt, dann ist es das, dass man sagen würde, wahrscheinlich relativ häufig brauchen Menschen mit Einschränkungen einen größeren Aufwand und mehr Anstrengungen, werden langsamer sein, möglicherweise auch durchaus stärker Fehler machen oder eben längere Pausen zwischendurch brauchen. Nichtsdestotrotz, weil ich eben gesagt habe, also eigentlich das Wir und das Die ist die falsche Formulierung, weil es gibt keinen Behindert oder einen Normal. Am Ende sind sozusagen die Übergänge extrem stark fließend. Und das, was also einerseits tatsächlich in meinem hier und dort quasi für mich auch in der normalen Funktion funktioniert, wird in anderen Bereichen mich auch behindern oder eben sobald ich sofort im Ausland bin und eine Sprache nicht sprechen kann und dort keine Möglichkeit habe der Anpassung, dann ist sozusagen auch, werde auch ich dort eine Behinderung erleben. So, genau. Gut, dann würde ich es erstmal dabei belassen und mich bedanken und Ihnen anbieten, dass Sie Fragen stellen können und wir gerne darauf eingehen. Ja, vielen Dank, Gregor, für deinen Vortrag. Ich finde es immer sehr wichtig, einfach auch jetzt in Vorbereitung auf die Dokumente, die wir dann
wirklich auch konkret ab dem nächsten Donnerstag behandeln werden. Warum machen wir das? Das war jetzt einfach der Motivationsvortrag. Und ich sage öfter einfach nur für mich selber, weil ich werde älter und ich werde das brauchen. Also in dem Sinne, wenn wir barrierefreie Dokumente machen, dann tun wir was für uns selber und für andere. Jetzt wollte ich noch ein paar Fragen aufgreifen. Das, was am meisten hier kommentiert wurde, sind diese Striche, die jetzt auf den Folien zu sehen sind, diese zwei. Danke für die Tipps. Irgendwie ist da die Whiteboard-Funktion angewiesen. Wir werden das nächstes Mal verhindern. Aber darüber hinaus gab es auch fachliche Anmerkungen. Ich greife mal ein paar auf oder nacheinander. Einmal, jetzt muss ich schon schauen hier. Genau, Behinderungsbegriff. Gregor, du hast ja auch definiert, was Behinderung vom Gesetz her heißt und dann auch die UN-Konvention. Es ist eben bemerkt worden, der Begriff Behinderung gilt nicht nur für körperliche Einschränkungen, sondern auch für seelisch-psychische Erkrankungen, Fragezeichen. Ja, klar. Also wir haben, das war quasi auf dem Chart zu sehen, wo ich Ihnen quasi die Zunahme von Formen der menschlichen, also von der Fallzahlen von Menschen mit Behinderung benannt habe, dass natürlich wir, also zum einen haben wir quasi Mobilitätsbehinderung, wir haben Sinnesbehinderung, wir haben Formen der kognitiven Einschränkungen und wir haben natürlich auch die psychischen Behinderungen, also Formen von Angststörungen und Burnout-Syndrom, die eben dazu führen, dass Menschen quasi nicht auf eine vermeintlich normale Art und Weise eben am Leben teilhaben können, wie es andere können. Genau. Es kommt auch immer mehr in den Blickpunkt und Fokus der Richtlinien, eben auch diese Gruppe. Übrigens bei den Studierenden ist das die Mehrzahl der Studierenden mit Einschränkungen, die psychische, man spricht hier von Problemen bei der mentalen Gesundheit. Ja. Jetzt nochmal zum Begriff Behinderung. Ich hatte das tatsächlich so verstanden, dass der Begriff der Behinderung immer außerhalb des Menschen steht. Die Behinderung kommt hinzu, weg von der defizitären Betrachtung, weswegen auch Menschen mit Behinderungen zum Beispiel Eltern mit Kinderwagen als solche gerechnet werden, ja, nach der UN-Konvention. Also ich bin jetzt kein Spezialist in dem Bereich, um es genau quasi zu benennen können im Sinne des Rechtes, aber ich weiß, dass also in dem Selbstverständnis von Menschen mit Behinderung dann tatsächlich also diese Dinge sehr, sehr zweifelnd gesehen werden, weil einfach ich sozusagen als Behinderung oder als behindert gelte, wenn ich eine körperliche Einschränkung habe zu einem gewissen Prozentsatz, die ich eben nicht durch Hilfsmittel oder dergleichen ausgleichen kann. Insofern würde ich in dem Fall so bei einer Person mit einem Kinderwagen eher von einem Menschen mit einer Einschränkung sprechen und nicht sagen, dass das tatsächlich eine echte Behinderung ist. Ja, das ist der Begriff Menschenbehinderung kommt eigentlich so nur noch im Gesetz vor bei uns. Und da wird es eben dann auch an dieser Schwerbehinderung festgemacht, mindestens 50 Grad Behinderung, medizinischer Begriff, medizinisches Modell. Wir kommen vom sozialen Modell eigentlich her. Das heißt, behindert ist man nicht, behindert wird man, ist so der Slogan. Das heißt, durch eine körperliche Beeinträchtigung, und die kann auch temporär sein, zum Beispiel Heuschnupfen oder der Arm in Gips, da und durch die anderen Umstände, was Herr Strutz ja gezeigt hat, man möchte eine Umgebung nutzen, eine erbaute, designte Umgebung. Und wenn das nicht zusammenpasst, dann entsteht eine Behinderung. Ja. Es wurde auch noch gefragt, ersetzt das BFSG die BitV? Nein. Ganz klares Nein, ja. Also es sind ja unterschiedliche Zielgruppen. Das BFSG wendet sich an Teile der Privatwirtschaft und die BitV eben an öffentliche Stellen. Aber interessant ist, dass beide auf zumindest teilweise auf den gleichen Standard Bezug nehmen, nämlich die EN301549. Und da hat ja Herr Strutz auf das Kapitel 10 hingewiesen, nicht Webdokumente. Und da kommen wir eben dazu. Ab dem nächsten Donnerstag, Word, PowerPoint und Excel sind sogenannte Nicht-Web-Dokumente, wenn man sie herunterladen kann im Web. Und Nicht-Web-Dokument wird so definiert,
alle Dokumente, die übers Web erreichbar sind oder auch auf mobilen Apps, die aber nicht Bestandteil einer Webseite sind. Das sind nicht Webdokumente. Und da gelten eben ziemlich strenge Vorschriften. Und das ist oft nicht bekannt, was genau man da machen muss. Und da kommen wir dann ab dem nächsten Mal dazu. Gibt es eine Informationsquelle zur Barrierefreiheit in anderen EU-Staaten oder darüber hinaus, um die nationalen Verantwortlichen, ich denke jetzt vor allem auch in Accessible EU, hier auch mit Blick über den Tellerrand stärker zu sensibilisieren? Also bin ich auch nicht ganz sicher, ob das so gemeint ist, dass wir die anderen sensibilisieren sollen oder dass die anderen uns oder wie. Ja. Also meiner Erfahrung nach gibt es sehr viel Informationsmaterial in englischer Sprache. Gibt es auch zum Beispiel gute Online-Materialien. Aber das ist aus zwei Gründen ein bisschen schwierig. Aber natürlich schon gut, aber nicht ausreichend. Erstens, viele in Deutschland tun sich schwer, komplexe Zusammenhänge in Englisch zu lesen. Und es ist einfach ja, einfacher, leichter in Deutsch. Zweitens, die englischen Materialien haben normalerweise nicht die Besonderheiten des europäischen Rechts. Also da wird oftmals nur auf die WCAG Bezug genommen. Und wir haben eben die EN, die Europäische Norm 301549, die umfangreicher ist als die WCAG. Und deswegen ist es wichtig, hier auch eigene Informationsmaterialien zu haben. Die Frage ganz neu jetzt gekommen, Moment, ich, dass ich nicht was hier überspringe. Gibt es Informationen, Hinweise bezüglich barrierefreier Software aus dem IKT-Bereich oder passt es bei Softwareanwendungen, die WCAG anzuwenden? Doch, Software gibt es ganz klar. Kann ich vielleicht beantworten hier. Die EN 301549 enthält im Kapitel 11 Kriterien für Software und außerdem für mobile Apps eine Tabelle A2, wo ganz genau aufgelistet ist, was die erfüllen müssen. Also das ist geregelt im Gesetz. Und dann noch eine Frage, ist die WCAG 2.2 im Standard jetzt offiziell? Kann ich dazu sagen, das ist jetzt offiziell ein W3C-Standard, aber nicht automatisch Teil des Gesetzes, weil der Gesetzgeber muss explizit quasi auf die neue Version Bezug nehmen durch eine sogenannte Harmonisierung. Und die ist noch nicht geschehen. Und es wird noch vermutlich 3 Jahre dauern, bis die neue Version der EN 301549 raus ist und wo dann vermutlich die WCAG 2.2 referenziert werden kann. Und dann kann die Harmonisierung stattfinden erst mit dem Gesetz. Wir müssen also zunächst mal, denke ich, für 3 Jahre noch mit WCAG 2.1 leben. Für internationale Quellen zur Barrierefreiheit wäre ich dankbar. Ich kann da im Nachgang noch was verschicken. Wir haben da sowas, wir nennen das Trainomat. Da kann man auch auf Dinge nach Suchworten und Stichpunkten suchen. Ja, ich glaube, wir sind am Ende der Fragen, auch am Ende unserer Zeit. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Gregor Strutz für den Vortrag und auch bei den Dolmetscherinnen und dem Dolmetscher für die gute Übersetzung in Text und in Gebärdensprache. Das wurde koordiniert von Delph Interpret. Vielen Dank. Und dann verabschiede ich mich für heute. Hoffe, dass Sie nächste Woche wieder mit dabei sind und wünsche Ihnen viel Erfolg schon mal bei der Umsetzung der Barrierefreiheit. So nach dem Motto, tun Sie etwas für sich selbst und für andere. Auf Wiedersehen und tschüss. Tschüss.